Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Genshin Impact und yes, wir sind wieder beim Azazel-Schrein und Neko, der vorläufigen Oberpriesterin oder selbsternannten. Das ist wirklich großartig, ist die Steinskulptur fertig? Anfangs sah mir dieser Stein überhaupt nicht ähnlich, aber je genauer man hinsieht, desto mehr Ähnlichkeiten entdeckt man. Ihr Menschen seid wirklich unglaublich. Es ist sehr laut, ja, aber meine Wenigkeit ist die vorläufige Oberpriesterin. Solche trivialen Angelegenheiten sind es nicht wert, dass man sich darüber beschwert. Bring dem großen Menschen diese Fische. Die sind was Gutes, im Prinzip wie eine Vergnügung. Nur Fish? Ich habe Konbumaru dazu gebracht, diesen Kindern beibringen zu wollen, wie man Finken fängt. Aber das klappte nicht so recht. Fischen fällt den Kleinen immer noch am leichtesten. Puh, der Typ wird pisst sein, wenn seine Bezahlung aus rohem Fisch besteht. Nun, sie sieht jetzt wirklich so aus. Ach Mist, ich hab's mir gar nicht angeschaut, das können wir gleich noch machen. Du bist das. Findest du, dass sie der Frau Priesterin jetzt ein wenig ähnlicher sieht? Auf jeden Fall. Nicht wahr? Ich habe ja schließlich einige Nächte durchgearbeitet, aber ich bin ziemlich hungrig. Ich habe Zeit, nach etwas Essbarem zu suchen. Neko schickt dir Fische. Nun, ich danke der Frau Priesterin, aber ich glaube, ich besorge mir selbst was zu essen. Ich esse jetzt schon seit einigen Tagen nur Fisch. Ich glaube nicht, dass ich noch einen davon runterkriege. Ich wollte gerade aufbrechen, um was zu jagen oder zu sammeln. Wenn ich Glück habe, erwische ich einen Finken oder eine Taube. Aber weißt du, ich hätte gerne etwas richtiges Fleisch. Festes, saftiges Fleisch. Also, Reisender, wärst du so lieb und besorgst mir 3 Portionen rohes Fleisch? Ich bin kein guter Jäger, deshalb habe ich in den letzten Tagen kein Fleisch gekriegt. Bitte hilf mir. Na gut. Bitte hilf mir, 3 Portionen reichen bestimmt. Uff, okay. I mean, es ist eine Katze, aber ich finde, von hier sieht es aus wie ein Bär. Also vor allem der Kopf. Erst wenn man den Schwanz sieht, entdeckt man, dass es wirklich eine Katze sein soll. Yeah. Alright. Oh, die Marmorierung. Vielen Dank, ihr zwei. Ich werde gleich ein paar köstliche Gerichte zaubern. Mit etwas Glück wäre ich nach dem Essen sogar schneller fertig. Ach so, er ist noch nicht fertig, ja. Und wieso das nochmal? Ordentlich Fleisch im Magen gibt einem die Kraft, um weiterzumachen. Bei Fisch ist das etwas anderes. Ich hatte immer das Gefühl, dass meine Hände zu schwach für die Arbeit wären. Ehrlich, langsam habe ich mir Sorgen gemacht, dass ich für die ganze Statue länger brauchen würde als geplant. Nun, dank dir ist das jetzt kein Problem mehr. Ich meine, mein Auftraggeber ist eine Katze, das stimmt schon, aber es ist nie gut, um eine Fristverlängerung bitten zu müssen. Wie dem auch sei, ich werde sie so schnell wie möglich fertigstellen. Da fällt mir ein, die Frau Priesterin meint, dass etwas Gutes geschehen wird, wenn die Statue fertig ist. Ich weiß nicht, was sie damit genau meint, aber naja, ich freue mich schon darauf. Komm später wieder zurück und sieh dir das fertige Werk an. Oh, wir reden gar nicht mehr mit der Oberpriesterin. Oh, damn, okay. Ja, dann, also einen Auftrag gibt es auf jeden Fall noch. Und für diesen sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, danke euch fürs Einschalten, würde mich immer sehr über ein Like, Kommentar und ein Abo von euch freuen und ciao, ciao.